willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ausnahmsweise aus meiner Garage. Ich will euch kurz zeigen, was ich an meinem M140i umgebaut habe. Ihr kennt mit Sicherheit die Problematik, dass die Spangen vorne in der Stoßstange sowie die Spiegelkappen ja immer in Ferritgrau sind. Und die Spangen kann man auch meines Wissens nicht in einer anderen Farbe einfach fertig kaufen. Also ich hätte sie zum Beispiel gerne in schwarz glänzend gehabt. Und da gibt es nichts von der Stange. Deshalb habe ich mich entschieden, meine ferritgrauen Spangen der Stoßstange in schwarz glänzend lackieren zu lassen. Hier die beiden. Hat ein sehr guter Freund von mir gemacht und ist auch absolut super geworden. Und ich will euch jetzt kurz zeigen, wie man die wechselt und ein Vorher-Nachher-Bild. Und ich hoffe, das gefällt euch. So, meine Wunderwaffe ist ein Holzkeil, damit man nichts vom Lack kaputt macht. Und mit dem Holzkeil einfach unter den Kunststoff der Spange hebeln. Und ihr seht, es löst sich. Und dann kann man eigentlich mit den Fingern da weitermachen und die einfach abrupfen. Das klingt ziemlich brachial, das ist jetzt wahrscheinlich auch übers Mikro ziemlich laut, aber keine Sorge, da passiert nichts. So, das war's. Die ist los und jetzt wird die neue einfach dran geklipst. Genau, und Einbau logischerweise einfach reinklipsen, da ist kein Geheimnis hinter. Das war's schon. Ich hoffe, es hat euch geholfen. War natürlich relativ kurz, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der vor dem ähnlichen Problem steht und sich die Finger wund sucht im Internet. Deshalb wie immer, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert gerne bei Fragen oder Anregungen und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis bald.